Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Entgeltgleichheit auf Knopfdruck hergestellt mit einem Gesetz des Deutschen Bundestags, das wäre so schön, das würden wir alle gerne machen. Aber leider wird das auch mit dem Gesetz, was wir heute in erster Lesung verabschieden, nicht so sein, denn Entgeltgleichheit, das ist schwer herzustellen, das braucht Jahre, das hat viele Ursachen, viele Gründe und muss deshalb auch an verschiedenen Punkten angepackt werden. Und deshalb muss man das auch am heutigen Tag so offen und ehrlich sein, dass wir mit diesem Gesetz jetzt leider nicht die Entgeltungleichheit, die wir in unserem Land haben, mit einem Paukenschlag auf Null setzen. Wir wissen, dass die Gründe für die Lohndifferenz in unserem Land vielfältig sind. Und deshalb macht man es sich auch zu einfach, wenn man den Eindruck erweckt, das könnte ein Gesetz lösen. Wir wissen, dass der größte Teil der Lohnlücke, nämlich den man erklären kann, auf ganz objektiv nachvollziehbaren Kriterien beruht, nämlich darauf, dass jede zweite Frau in unserem Land Teilzeit arbeitet. Bei den Müttern sind es sogar 3/4, also 3 von 4 Frauen. Es kommt davon, dass viele Frauen Erwerbsunterbrechungen haben, oft mehrere, oft wegen der Familie. Die Kollegin wirft ein, dass es daran liegt, dass Frauen in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Auch das ist ein Grund und leider auch oft in den Führungspositionen nicht vertreten sind. Und daran erkennt man, dass es vieler Maßnahmen bedarf, um diese Lohnlücke anzugehen. Und das tun wir ja schon seit Jahren etwa mit dem Thema Elterngeld und Elterngeld Plus, was den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert und was die Partnerschaftlichkeit stärkt. Das tun wir mit dem Ausbau der Kita-Betreuung, wo wir in den letzten Jahren eine Menge Geld von Bundesseite gegeben haben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Das tun wir mit den MINT-Initiativen und dem Berufswahl-Initiativen. Das tun wir mit dem Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen. Und das tun wir etwa auch mit dem Pflegestärkungsgesetz, was nämlich dazu führen wird, dass Frauen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlt werden. Das alles betrifft die objektiven Kriterien, den größten Teil der Lohnlücke. Der kleinere Teil, nämlich zwischen 2 und 7%, ist nicht zu erklären. Und auch hier wollen wir dagegen vorgehen. Es ist ein Skandal, dass wir immer noch in unserem Land einen gewissen Teil haben, wo wir nicht wissen, wo der herkommt, wo man davon ausgehen muss, dass Frauen wegen ihres Geschlechtes oder aus Unachtsamkeit der Arbeitgeber schlechter bezahlt werden als Männer, wenn sie die gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit machen. Und hier wollen wir mit diesem Gesetz ansetzen. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, in diesem Gesetz schreiben wir vor, dass das ab sofort nicht mehr erlaubt ist. Das ist schon jetzt nicht erlaubt. Das AGG verbietet, dass Männer und Frauen bei gleicher Arbeit ungleich bezahlt werden. Was wir derzeit noch nicht hatten, ist die Möglichkeit herauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Und hier setzt ja auch dieses Gesetz an. Woher sollen Frauen wissen, ob sie ungerecht bezahlt werden, wenn sie keine Transparenz darüber haben, wie die Kollegen bezahlt werden? Das gehen wir mit diesem Gesetz an. Und jetzt ist es ja so, dass wir heute ein Gesetz vorliegen haben, das hat die Kollegin Möhring erwähnt, was ja auf Regierungsebene schon große Kritik erfahren hat. Und ich betone, nicht nur von den Arbeitgebern, sondern auch von den Gewerkschaften. Und Arbeitgeber und Gewerkschaften haben deshalb zusammen mit der Familienministerin viele Wochen gerungen und gearbeitet an diesem Gesetz. Und was wir jetzt haben, ist natürlich was ganz anderes, als damals im Referentenentwurf vorgelegen hat. Sie haben verzichtet auf das große Auskunftsverfahren für viele Betriebe, während vorher noch 36 Millionen von diesem ausgiebigen Auskunftsanspruch betroffen gewesen, sind es jetzt noch 14 Millionen und davon 1 Million Frauen, die in Betrieben arbeiten, wo es keinen Tarifvertrag gibt oder wo es keine Tarifanwendung gibt. Und das ist auch sachgerecht, denn dort, wo ein Tarifvertrag da ist, da muss man doch davon ausgehen, dass der Tarifvertrag auch geschlechtssensibel ist, dass, wenn ein Tarifvertrag da ist, Männer und Frauen, wenn sie in einer Gruppe eingruppiert sind, dass sie dann auch das gleiche Geld bekommen. Das liegt in der Natur eines Tarifvertrages. Und deshalb ist es auch sachgerecht, dass es hier eine Privilegierung gibt.
Im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf ist es so, dass Betriebe nicht mehr verpflichtet werden, das Lohnfeststellungsverfahren machen, sondern aufgefordert werden, dass diese Verfahren nicht mehr zertifiziert sein müssen von der Antidiskriminierungsstelle. Es ist nicht mehr der Fall, dass das Mindestgehalt bei Ausschreibungen angegeben werden muss. Also man sieht, dieser Gesetzentwurf ist schon ein Kompromiss zwischen Interessen der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und das alles ausdiskutiert im Familienministerium in langen Beratungen. Wir haben diesen Kompromiss jetzt im Deutschen Bundestag. Wir werden uns das Gesetz ganz genau anschauen, auch noch mal mit allen Beteiligten diskutieren und noch mal in die Tiefe gehen. Auf die Beratungen freue ich mich. Klar ist aber eben auch, wir werden auch mit diesem Gesetzentwurf die Lohnlücke nicht auf Null setzen, weil es eben schwieriger ist und komplizierter ist als mit einem Gesetz. Und deshalb, liebe Kolleginnen, sind wir alle weiterhin gefordert, auch vor Ort, wenn wir in Unternehmen gehen, auch vor Ort in der Diskussion mit Unternehmern, aber eben auch mit Frauen, darauf hinzuwirken, dass Frauen gut verhandeln in Gehaltsverhandlungen, dass Unternehmer aber eben auch sensibel sind dafür, dass Frauen eben auch anders agieren im Erwerbsleben. Aber das kann kein Grund dafür sein, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Und deshalb müssen wir sowohl gegen die erklärbare Lohnlücke etwas tun, als auch gegen die 2 bis 7%, für die wir keine Erklärung haben. Das ist eine Sache der Gerechtigkeit. Dafür kämpfen wir. Das ist ein Anliegen der Union. Und das Gesetz ist dazu ein Baustein. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue ich mich auf die Beratung. Katja Dörner erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.